Schmengen wir wissen alle Gärten, dass der Aarbechtswelt sich die letzten Jahrzehnten stark verändert hat und die letzten zwei Jahre durch die Covid nach ein bisschen mehr stark und geht immer mehr stressig und geht immer mehr vom Mensch gefordert. Der Gesundheitsschutz auf der Aarbecht und auch der Schutz von der Sicherheit auf der Aarbecht umfasst am Anfang drei große Bereiche. Erstens einmal Maßnahmen zur Prävention von berufsbedingten Krankheiten, Maßnahmen zur Förderung von Wuelbefannen auf der Aarbecht und noch Maßnahmen zur Vermeidung von Aarbechtsakzidenten. Aarbechtsbedingt körperliche und physische Probleme gefahren, müssen frühzeitig erkannt gehen und so gut es geht, verhindert gehen. Dabei spielen noch Aspekte wie die Reduzierung von pathogenen Aerbisstoffen, eine effiziente Aerbisorganisation und eine optimale Aerbismedizinische Betreuung eine wichtige Rolle. Der Patron als Leitkot verantwortlich für die Sicherheit an der Gesundheitsschutz für seine Salarien. Mehr oder Salarien muss sich an Spielregeln halten. An dem Kontext spielt doch die Inspektion die Travail de Mine als Kontrollorgan eine wichtige Rolle und auch eine beruhigende Rolle. Leider gehen an den letzten Jahren nicht just positiv Nouvelle, was die Aarbechtskondition zu Lützeburg ergeht, speziell am Bausektor. 2020 hat die TM am Bausektor 469 Infraktionen im Zusammenhang mit einem Risteschütt dort registriert. Dazu kommen 606 Infraktionen im Zusammenhang mit fehlerhaften Eschafodagen. Aarbechter, die hier im Land leider buchstäblich an den Tod steht, sind keine Seele nicht. Leider schenken viele Einzelbetriebe diesem Sujet wenig Aufmerksamkeit zu schenken oder entgegenzubringen. An der Verwaltung sind zwar Sensibilitätskampagnen durchgeführt, gehen mehr wie bei vielen anderen Beispielen aus der freien Wirtschaft wesen, bringen so Initiativen nicht allzu viel, aber was sie nicht von gesetzlichen Kontrollen begleitet gehen. Alles, was mit Zusatzkosten verbunden ist, ist für alle Einzelbetriebe oder für Einzelbetriebe ein Tabu. Wir unterstützen die Initiative für den ITM, zusätzlich mehr Kompetenzen zu gehen, für Aufgaben zu erfüllen. Ich meine, die gehen für die letzten Jahre beträchtlich abgesetzt. Wir müssen aber auch wissen, dass körperlich Aarbecht ein höheres Risiko mit sich bringt, wie wenn ein kein körperlich Aarbecht, ich meine, nur ein geistiges Aarbecht möchte, du hast den Risiko meiner groß. Allein man nach einem Wort zu den Krankheiten von den psychosozialen Risiken, in denen das Grenze groß, Stress, Burnout, zwischenmenschliche Konflikte, Mobbing, alles das sind halt Probleme, die sind alltäglich gehen, leider. Es weist auch darauf hin, dass der Faktor Mensch auf der Aarbechtswelt immer mehr unter Druck gesetzt wird und auch da muss man vielleicht dagegen schaffen. Da muss man mit Präventionsstrategien fangen, für schlechte Aarbechtsbedingungen zu verhindern. Mit zwischen gutem Willen und Realität besteht oft ein großer Gegensatz. Für ihn erwähnt, vom beruflichen Harcelement geht immer mehr akut. Dabei könnt, dass immer mehr Beschäftigte zugehen, dass sie Probleme haben, ihren Beruf und ihr Familienleben in Anklang zu bringen. Die Aufgaben, die Beschäftigten höchstens erfüllen, gehen immer mehr komplex. Den Aarbechtsdruck und die Intensivität vom Aarbechtsrat zu erfüllen. So, viele Beschäftigte, die daran leiden, sind umso mehr unglücklich, weil sie wissen, dass sie nicht demissionieren können, weil sie da kein Schomarschgeld kriegen. Für sie ist das dann eine qualvolle Existenz. Dürfen sollte der Gesetzgeber darüber nur denken, für Schomarschallokationen oder denjenigen zuzugestehen, die als psychischen Druck quasi gezwungen sind, zu demissionieren. Allerdings müssen auch so Initiativen von Führern einzeln abüben ausschließen, was man zugehen, was ganz schwierig geht. In einer traurigen Realität an der freien Wirtschaft sind alle Formen von Menschenhandel. Das kommen die letzten Jahre immer und immer mehr auf mich. Und nach zum Schluss ein Wort zu heben, habe ich zu suchen, das wird in der Zukunft immer mehr wichtig gehen und noch teilweise auch zu hören, dass also auch beflügelt gehen durch das Covid-Gesetz,
oder Covid-Gesetze, dass können Lauf und Lohes viel Leute daheim schaffen. Mehr, das bringt aber auch dann einzelne Stresssituationen mit sich auf der Arbeitsplatz selber. Das ist klar, dass die am meisten verschweren Arbeitsakzidenten betroffen sind, wie die Landwirtschaft, Handwerk, der Bau, die Industrie und Transport werden. Männer auf Heimarbeit können zurückgreifen, praktisch gar nicht. Warum riskiert, neue Spannungen an die Gesellschaft ranzubringen? Auch innerhalb von engem Betrieb. Spannungen zwischen denen, die von daheim aus schaffen können oder dürfen, und denen, die diese Möglichkeit nicht haben. Zu dieser zweiten Kategorie gehen ganz oft sozial schwache oder männlich qualifizierte Menschen. Und ich gebe euch da merci so für Aufmerksamkeit. Merci.